Hallo und herzlich willkommen an einem neuen Video. Es sind ein Teigel an oh Gott, endlich! Endlich sind meine Sachen, du! Also, die eine oder die andere, die kenne ich schon, Darth Vader. Und zwar nicht die Menschen, mehr, den heute. Und zwar seit mein, oh, was hat denn die Wurst mir gekostet? Ich weiß nicht mehr, ich meine, müsste um die 500 Euro gewischt sind. Nee, mehr, wenigstens kleine Upgrades mit der Zeit. Ich weiß nicht mehr, müsste um die 600, wenn nicht 700 sogar sind. Also ich lehne mal meine Sache, mein Gehäuse auf Zeit. Mache mir ein bisschen Platz auf meinem Stuhl. So. Und zwar, dann hast du auch vorher den Hund Stingmuts für wenig Geld zusammen gebaut. Und schön, du endlich dezidiert ein Upgraden. Die sieht, es fehlen schon ein paar Sachen. Mein Netzteil fehlt und mein Grafikkart fehlt. Es war ein GTX 660 freier geworden. Und in, boah, ich weiß, macht nicht mehr. Ich würde sagen, China macht nicht, Shift-Tag oder so. Wir sollten den Netzteil aus dem Saturn, den Stingmuts für ganz, ganz wenig Geld kaufen. Express, weil mir halt ein bisschen Geld gefehlt hat. Und war wirklich nur mal provisorisch für den Livestream vom letzten Jahr. Das Jahr habe ich etwas anderes präpariert. Wie ihr schon gesehen, also mein Monitor auch mittlerweile fort aus meiner Tastatur im Moment. Ja, das weil ich mir auch einen neuen Monitor kaufe und endlich auch den auch mit der Grafikkarte super zusammenlaufen wird. Aber naja, das sind Details, die werden wir noch gleich rum gesehen. Ihr seht, ich filme derzeit noch 4K. Ich hoffe, ich renne dann derzeit noch Full HD Ruf oder WQHD. Je nachdem, wir gucken das nach. An 32 Frames, steht man nicht. Natürlich mit der iPhone-Kamera. So, die sieht auch, also ein Intel Core i5 4460. Der kleinste i5 von der Broadwell-Serie. Mit einem Z97 Motherboard von ASRock. Das war ein ziemlich billig. 8 GB RAM, die werden nach ob 16 gehen. Schaffende Saturn holt sie nach. Für guten Preis. 2 TB HDD an ein 250 GB SSD. Ja. Software so weiter, Heiming, Videospieler. Meine Wasserkühlung, die ich von Dan aufkaufen, für einen richtig guten Preis. Sie verkauft mir ein, zwei Sachen, die ich nicht mehr brauche. Ja, wie das Mikro, du heute im Aufverkauf. Was hat er mir noch verkauft? Hat mir noch ein Schnaps verkauft? Ja, Grafikkarte selber. Die ist mittlerweile eine Menge Freundin in seinem PC. So kann hat man mir auch Rocket League heimzuspielen und es spielt ziemlich gut. So, nun kommen wir endlich zu den Sachen, die ich bestellt habe. Sie wirklich gerade für 5 Minuten gekommen. Wirklich gerade für 5 Minuten. Ich war schon den ganzen Weekend drüber. Hau das Mail denn? Und oh, was ist denn? Was ist denn? Mein GTX 660. G1 Gaming von Gigabyte, das sind ein riesiger Gigabyte-Fan eigentlich. Ich hatte am nächsten ein Gigabyte-Motherboard gekauft, aber von der Preislage hier aus es nicht ging. Aber man soll sagen, meine Freundin sein PC ein Gigabyte-Motherboard bannen, weil auch richtig gut lief. So, das heute habe ich mal gekauft, GTX 660, riese mega Power, das ist die 6 GB-Variante. Und dann habe ich noch von BenQ den, eine BL-Serie. Und zwar 24 Zoll, ich weiß, ich hätte sollten 27 Zoll kaufen, aber dafür war der Preis nicht mehr. Ich hatte kein Geld mehr. Für den Rest. Also 100% RGB, sRGB, suchen sie. Anscheinend sollen Sachen noch richtig gut, also als Spezifikationen mehr gut sind. An QHD, also WQHD, je nachdem, WQHD ist mehr für Smartphones. An IPS, endlich mein Asian IPS-Monitor, mein IPS-Monitor. Mein alter Monitor war kein IPS. Es war von LG, den habe ich auch meiner Freundin gegeben, weil er auch noch ziemlich oft mit mehr Rocket League gespielt und hat den alten 4:3 Monitor, genauso wie den Doten Do. Den benutzt nicht so. Also der Donner ist mein, aber sein leid noch bei mir im Auto. Blöd. Aber egal, ja, da packen wir mal beides aus. Den Unboxing werde ich leider nicht filmen, das noch nicht. Aber ja, ich hoffe, ich kann das dann den nächsten Tag rendern. Sobald Netzteil auch könnt, weil das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Also bis dann, ciao. Holy crap. Ich habe schon im Knopf gemacht, da kommen mir alle Kabel in den Gang geflogen. Was hat denn heute? VGA, what the fuck?
ganz ehrlich, das hat schon nicht gedacht, weil dass sie VGA entweder hatten, sie hatten sollten nichts bei dir. Weil von den VGA-Kabeln sind eigentlich schon ein Million gefunden. Netzteil okay, nee, sie hatten sollten ein Display-Port-Kabel oder ein HDMI bei dir. Obwohl haben sie noch mehr Kabeln. Oh, das sieht aber gut aus. Das ist wahrscheinlich, das brauche ich wahrscheinlich sogar noch. Ein gefühlt zu wissen, was das ist. Das halt ein 3,5 mm brauche ich leider nicht. Whatever da doch immer aus. Und dann USB, das ist gut, die brauche ich. Ein Handbuch und ein CD. Ich finde das noch nie verstanden. Für wer denn ein CD beim Monitor Mod gibt. Naja, packen wir den heute mal aus und dann mache ich mich rum zurück, okay? So, ihr seht, es geht immer besser, besser. Ich habe mal alle Kabel dahinter gelöscht. Das nervt mich aber immer noch, dass ich kein Displayport Mod gelöscht habe, nur ein HDMI-Kabel. Ich finde zwar genug und du trennen alle Kabel, aber naja. Ob man hast du E-Kabel dabei, den ich Gebrauch hat oder brauchen. Man denkt, man Adapter, den doch irgendwo trennen können. Wir werden gucken, so, heißt der Monitor, heißt der Fuß, auf den will ich direkt mal zur Schwarze kommen. Die sind richtig edel, aus dem Märchen, das ist komplett nass. Nee, auf Rot nicht viel, werde ich nur schnappen. Schon mit meinem Bett tun. Ich hatte ein bisschen einen Schnapp, die lasse ich. Die wahrscheinlich auch. Die sieht so cool aus, mit dem gebürsteten Aluminium. Aber was witzig aus. Das ist richtig Aluminium eigentlich. Fühlt sich richtig gut an. Da haben wir noch so eine Nase und Karl, das werde ich noch lehen. Frag. Geil. Okay, ich werde ihn auspacken und dann nur filmen. Spoiler. So, das war sehr ausgepackt. Ach, komm schon. Nee, nee. Mal ganz klingen. Mal vor das hin. So, wer da ist. Hier Kommentar. Was ist das? Was ist das? Steht hier nicht so toll. I care. Ah, okay, ich verstehe, okay. Das wusste ich gut nicht. Diese Schnur. Das sind nur so ein Lichtsensor. Das heißt, sobald mir dunkel geht, das ist wie beim iPhone. Das so ein Schutz, also so ein Filter mischt, das dann ein bisschen geschont geht. Das heißt, es geht ein bisschen mehr Geld, dass das Mann auf Blue rauscht. Weil Blue ist ein Dote für dann, also das ist extrem schädlich. Das wird. Ich baue den mal zusammen, der sieht richtig gut aus. Oh, fuck, man. So lange drauf gewartet. Also ich kann nicht wirklich sagen, das ist richtig schwer. Aber ich habe ziemlich viel hier den Erschluss mal ein bisschen richten, weil im Moment ist es ziemlich ungelaufen. Auch gesehen den Haar auch ganz gut. Ich verstehe nicht viel Wert, weil du warst im Moment so kahl aus wahrscheinlich. Aber ich hoffe nicht. Oh, genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Und da kann ich nämlich später falsche Gif ersetzen, kenne ich noch. So. Geht das nicht? Gut. In der anderen Richtung. Also. Nicht einfach mal deine Hand. Also. Kann ich noch so machen, was auch ziemlich interessant ist, wenn ich programmiere, du da war den Job 9 Gag sitzt. Für mich echt, da war ein Job 9 Gag sitzt. Du weißt auch, für was du in USB-Mod geliefert geht. Nee, nicht der Titan. Der Titan. Du weißt auch, für was du in Mod geliefert geht. Für einfach den Eye-Control, du. Zu steuern, das ist doch mehr interessant. Und das ist mehr geil. Also, das hat das nicht gesponsert. Das hat uns alles selber als ich in der Tasche bezahlt. Das ist für den Livestream zocken mit Herz natürlich. Ne? Oh, komm schon! So. Ich wollte am Anfang eigentlich Even Dell kaufen, aber die war da ein bisschen mehr da. Ja. So um die 10 Euro. Und zum Schluss ein ancient Unterschied, wer hat kein Eye Control Ding, so wie nennen sie das schon mal mit Eye Care, oh, weil die war löscht. So als nächstes könnt ihr ihn halten runter. Noch irgendwelche Informationen dazu und nicht noch Blu-ray laufen. Ich weiß, ich benutze kein Sau mehr. Ich selber nicht, das waren aber nur 50 Euro.
Annen huet eng Wasserkennung vun cooler Master. Wo e Lüfter schon do ass, Merci dofir. An ja, da pack mat den heute noch mal aus. Du hunsch leider neicht fir opzeschneiden. Guck mal die andere Seite flächen sto. Ne, auch net. So, dann hoffen wir, dass dann heute noch genauso ausgesetzt. Und nicht zu lang aus, weil. Ah, Mann. Es sind normalerweise die großen Gesichter. 6 Giga, aber. Es sind normalerweise die riesen Hardware-Fan. Und ich. In der Süßchen alles. Also, ich mache immer Recherche eher, dass ich Snaps kaufen. Dafür klappt das doch auch so gut. Ich muss nicht ein bisschen mehr heiß modden, mehr. Das ist egal. Das war, weil ich Wasserkühlungen spontan kaufen von da. Und ja, das war aber dummer, da war alles okay, aber. Ja. Ich habe aber leider nicht gemusst, wenn sie schleicht, die werden wahrscheinlich ein bisschen am Weg stehen. Nee, das wird man aber alles gesehen, weil sonst muss ich geheißen noch ein bisschen mehr. Ich probiere das so auszupacken. Komm schon. Mach komm. Blau Fokus her, endlich nochmal. So. Puh, G1 Gaming, das sieht richtig gut aus. Ja, ein paar Bayer durfte hier Dinge proper zu machen, ey. Klappt nicht so gut. Ah ja, und der paar Bayer ist nicht von. Den das mehr von dem heute proper machen. War wirklich schon krass mit Stöps bedeckt. Die sieht, also, lo, Mann hat gesagt, die mir vier drunter waren, Lüfter wirklich voller Stöps von den Bannen. Auch halb vier, der Lüfter halb vier. Ich habe nicht mit Ducktape zugemacht, für das besser Airflow entsteht. Weil die neuen Lüfter, also A-Lüfter, Standard-Lüfter, so ein Schmutzel, die sind wirklich viereckig, ne? Die neuen nicht, die sind auf der Seite rund und das ist mega schlecht für den Airflow. Und die fallen wirklich stufender und Temperatur und sie macht noch mehr Kamel. So, machen wir den. Da, ah, fuck, ein Küssanhänger, Küssanhänger, Küss. Ah, das ist kein Küss, das ist. Wow, das wird Gigabyte geil gemacht. Okay. Der so weiter. Aber nicht interessant. Oh Mann, das ist die. Ich packen sie mal aus der Folie raus. Bis gleich. Also, ich habe sie gerade ausgepackt. Das ist eisig kalt, ne? Dünnes Plastik. Rundherum. Mehr reicht aus Aluminium an, die Backplate sieht einfach so genial aus. Irgendwo sieht noch, hat RGB, ich meine, hier aus dem RGB an der Kabel, ich stich irgendwie raus, das ist nicht normal, das soll sehen. So, der PCB, 8-Pin-U-Schluss. Das sieht einfach genial aus. Fuck man, das sieht gut aus. Oh. Ich probiere den Delo an meinen PC anzubauen. Das ist nicht viel mehr lang wie mein Aal, ein bisschen mehr. Vom 6-Pin aus uns. Ich meine, das geht aber schon. Schon die Milan-Version ausgewählt. An der Hoffnung, dass der besser killt die irgendwie und dass ich besser über Taktungen dabei rauskriegen. Mir, oh, gesagt, sie einfach schon immer so geil aus. Bis gleich. Okay, so ist ziemlich lang. Ich muss nur gerade die Front raushöllen plus mein Laufwerk. Riese Border, Remai. Ich werde Blutwasserkühlung raushöllen. Soll drüber setzen und Grafikkart installieren. Nur Grafikkart. Wasserkühlung installieren. Uff. So, du müsst nochmal was platzen, hoffentlich. Oh Gott, ich hoffe, nicht geht nicht schief. Die ist ziemlich lang. Bisschen mehr lang. Hier ist gerade durch den Meer. Egal, ich finde gebraucht. Anders mehr Radiator. Da sieht er nochmal von vier. Cooler Master. Nichts Spezielles. Da sind 140 mm Lüfter. Radiator besser gesagt. Und das sind ziemlich dicken, also. Ha, Mann, das hat einen Killung. Ich weiß schon, keine übertragbare Prozessor. Früher hatte ich mal in Pentium, den Anniversary. Und die war auch richtig gut mit GTA an einer Spiele, die auf Verkehre basieren, die haben nicht so gut drauf gesprochen. Aber egal, das heute geht mir dick durch mit 5. Ich werde den noch nicht austauschen. Vielleicht, wenn dann mir irgendwann mal sein i7 verkauft, hier einen guten Preis. So, 200 Euro, da gibst du schon mal. Ihr könnt so, was ihr wollt. Ihr seht gut aus. Verdammt gut aus. Shit, man, wir haben noch den 6-Pin-Schluss an, genau. Oh Mann. Oh, sie seht so geil aus auf 4. Also, von Handen.
Dort habe ich mich gefragt, ein Kehr HDMI an dreimal Ups, ein Kehr HDMI an dreimal DisplayPort und ein Kehr DVI. DVI brauche ich für den heutigen Monitor. Wenn benutzen einen Adapter, mehr. Oh, Mann. Mal so, da willst du, das ist einfach nur geil. Du, hoffentlich passt noch Wasserkühlung, weil. Oh, meine andere Grafik hat das wahrscheinlich bis heiner kommen oder heiner, je nachdem. Mal gucken. Das geht schon nicht. Quick and painless, so. Das war wirklich einfach. Okay, ich müsste da vielleicht Radiator wasch machen für eine kurze Zeit. Mit passt alles perfekt. Wie auf Moos, die Lüfter, die kommen nicht an der Weh. Die berühren sich gut nicht. Jetzt sind. Ach komm, so mal guten 1-2 cm, wie sie von denen wasch sind. An heute Radiator unterstützt noch ein bisschen, weil sonst geht noch ein bisschen weiter raufsacken. Ich bin zufrieden. Ich bin wirklich mega zufrieden für den Preis. Also, hat mich ungelohnt, hat es mich 300 Euro gekostet. Wie? Es war wirklich die allerletzte, die sie nur Lützebusch geliefert haben. Weil, wenn der Lob Amazon gucken ging, also ich blende nicht hallo ein Screenshot hinein, wo sie so, wir liefern den nicht mehr nur Lützebusch. Du warst so, uff, der Tisch ist wahrscheinlich mal den einzigen in einem Land, die genau die Doten, den Doten Modell haben. 6 GB-Variante. Wow, ich freue mich, was Netzteil du hast, sondern da können wir das heute starten, gell? Take it out. So, das war für mich einfach, wie ich gedacht habe. Ich habe eine Menge Dras schon rausgeschnitten gehabt, damit er da nicht nur bei mir stocken kommt. Okay, ich gesehen schon. Wow! Oh yes, das war es. An. Yep. Yep. Das haben wir nicht für mich. Das tun den heutigen Kabel. Das ist nicht für mich, das ist für meine Freundin. Sein PC, sein Kabel, das ist viel zu kurz. Und das hat das für seinen Bruder. Wir haben im Moment Lüfter und Netzteil geschlossen. Das heißt, sie drehen die ganze Zeit voll ab. Und ja, da werde ich halt mal das heute Lob schneiden, gell? Bis gleich. So, du also. Ja, das ist nämlich ein 80 Plus Zertifizier. Das ist nicht Bronze, das nicht mal Bronze. Und ich recht logemerkt. Was mich nicht soll stören. Ah, Mann. So. Ah, fuck. Okay. So sind wir rum. So, muss ich nicht größer stellen, sowieso ein 80 Plus Zertifizierung geht schon direkt durch. Mehr brauche ich eigentlich wirklich nicht, weil ich habe 400 an dem PC mit der GTX 660, wo die Küche noch da liegt, hatte ich einen nicht mal einen 80 Plus Zertifizierung, heißt ein Tisch, das ist ein Chain. Yep. Für Wert von Be Quiet, das ist ein echtes Mal ein riesiger Fan von ihren Lüftern, die sind einfach so krass. Noctua Lüfter habe ich Lever, gebe ich ehrlich zu. Brauche ich irgendwo, irgendwie speziellerweise. Ich meine nicht. Ich muss zugeben, es sind Lever, ich Lever Be Quiet. Nee, Noctua, sie sind auch besser produzieren. Nee, sie sind nicht erschwinglich für mich. Also doch schon, ich könnte mir sie schon leisten, aber gibt mich das so viel Kosten, dass ich schon nicht mehr Lohn mehr gebe. Und weil ich aber so gut erfahren auch mit Be Quiet CPU-Lüftern und so gemacht habe, fand ich aber nicht die Kamera nicht gut halten. Das sind halt einfach nicht gewinnt. Und ich habe einfach gesagt, okay, probier es doch in Netzteil von hinten aus. Denn da hat für Singfremd den auch die Be Quiet-Lüfter benutzt. Aber den ist schon schwer. Wow. Okay, der sieht da wirklich gut aus. Das geht Spaß, Jungen. Den dürfte ich nicht gebrauchen. Heute nur schon. Schon mal wirklich gesagt, einfach be quiet. Das sind mega Lüfter. Zwar ist es nicht eh von den Pew Wings, das ist nicht ein zweiten. Oh, ich kann schon aufzählen. Erstmal habe ich 15 zählen. Komm schon. Schon.
Oh yes. Schon mal einfach, ja. Das ist ja kein Pew-Wing, aber das ist immer noch ein Quiet-Lüfter, den sie auch verbauen. Zwar nicht so gut wie der Pew-Wing, aber das sind eben von ihren Standardmodellen, die sie sowieso in Lüfter und Netzteile verbauen. Von daher hier immer noch einen richtig guten Lüfter und einen richtig guten Netzteil. Auch wenn dem 80 plus zertifiziert ist. Geht auch direkt durch, von daher hier 600 Watt. Und schon mal gedurchtet, so sind auch mehr wie genug Watt sind. Und lo bauen wir dann den Heiden ran, gell? Bis gleich. Meine möchte nur rum zurück. So, los, alles installiert. Grafik hat Power, Prozessor hat Power, Motherboard hat Power, mein Laufwerk hat Power, mein Festplatten und mein SSD hat Power. Von daher das alles drin und dran. Zwar nicht ein allerschönes Kabelmanagement, das sieht er nur nicht. Mir ist auch weiter schlimm. Das ist nicht wirklich schön. Wie gesagt, heute habe ich nicht viel Zeit und ich will einfach noch ein bisschen da können zocken. Und ja, dann schließen wir mal alle gekabelt in. So, das ist alles angeschlossen. Außer den dritten Monitor. Irgendwie will der nicht angeschlossen gehen, weil ich meine, heißt DVI-I und mein Adapter ist leider DVI-D. Und ja, das fängt mich so ziemlich mega. Ich schnappe nach meinem 2K-Monitor. Von daher gut mal ab. Ne, geschieht nicht. No connected. What? Kabel verbunden. Ich habe Kabel verbunden. What the fuck? Ich werde mich gleich ums Kamera ran. Haha, lo geht it, lo geht it. Nice, nice. Ich mache noch mit dir zu. Ups, so. Und ja, das nach nächste Alternativen. Ja, nach kein Ton, nächste. Ja. Mein Kabel sind mit anderen zu kurz. Oh Mann. Wie das alles beschissen ausgesehen. Spot. Ich melde mich dann einfach nach, vielleicht heute noch nach einkaufen on-screen. Bis gleich. So, da sind wir halt. Und du? Oh, sexy. So. Ich spiele das für mich doch ein bisschen zu hart. Ja. Okay. Mach mal ein Audio ein bisschen los, weil. Also, die Hürde ist gerade den Zusammenbau von meinem PC so halbwegs so geguckt. Das ist wirklich ein Zusammenbau. Und ja, da sehen wir hier GTA 5 da drinnen. Und zwar, weil der ist viel besseren Grafikausstellung wie früher. Und ich keine Aufnahme gemacht mit der GTX 660. Weil sie sowieso nicht flüssig waren. Also, sie waren schon flüssig, aber ich hatte ganz viele Frame Drops. Und das war mein allergrößtes Problem auch. Ups. So. Und gesagt einfach so viel besser als ein 2K mit Kantenglättung, also Maximum. Und wir stellen da mal V-Sync aus. Natürlich. Was V-Sync bei mir sonst immer aber un. Weil Grafikkarte muss ich nicht ständig auf maximaler Geschwindigkeit drehen. Und für so maximal so viel FPS raus wie möglich. Es ist noch ein bisschen Stromspur und gesehen, da ist es bei lockeren 80 Frames, 90, sogar bei 100. Und gesagt, einfach so gut aus. GTA 5 war so ein Test, für den ich mich desideriert tun, den stark prozessorlastig aus. Ich ins Maul. Zweitens mal was noch ich hoffe mein Mikro ist hier rund. Ich
mein Mikro so ja, okay. Es wird in Sache ziemlich grafisch, grafiklastisch, je nachdem wie ihr in der Darstellung hört. Das ist natürlich nicht ob ganz voll auf Maximum, das ist immer noch ein Zensierschnimmen. Und auf 2K wird es noch ein bisschen mehr zu kämpfen. Das ist mehr so ein Full HD Grafik. Ich wollte unbedingt 2K. Und spielt aber immer noch europäischen Ausstellungen. Und du hier, klappt das schon irgendwie. Und ihr seht, ich bleibe immer über den 60 Frames. Und, also, wir haben schon noch angestellt und auf GeForce Experience schon angestellt. Das ist trotzdem ein bisschen noch zu hart. So. Ah, ich meine, los, schon was. Lo droppen ein bisschen, dann hat den sehr schmäh, das meint, kriegt sowieso kein Schweinmord. Der Tisch, ich habe mal GeForce Experience einfach an. GeForce Experience hätte aber einen kleinen No-Deal. Und zwar stellt ein Spiel praktisch ganz auf Maximum an, was, was sie von hier in Tests so, rauskriegen, ne? Tisch, wenn sie ihm die 50 leihen, ist das für sie schon okay. Für mich auch. Das zu erdrohen. Obwohl ich ein bisschen Feathering halt kriegen. Wann dann wissen wir das? Also doch nicht schlimm. Das ist doch nicht dramatisch. Mir hat gesagt, einfach richtig gut aus. Und schon mal zwei dann 2K abholen. Und nur auf Rendern auf Full HD. Das wird richtig sexy ausgesehen. Von du hier. Und ich sehe doch. Texturen sind noch schön scharf. Die Reflektoren sind noch wunderbar. Ah ja, den habe ich geschrottet, stimmt. Ja, dann hören wir den heute. Ups. Ja, ich muss rausfahren. Wir können Töner machen. Bah! So sehr aus. Sehr aus. Oh. Boah, ist das fett, Mann. Okay, da gehen wir auch vor mal ein bisschen schkagend. Mir, wie gesagt, schmier gerade das ein Weg geschenkt. Also, wenn Fossing also aus. Ich weiß nicht, vielleicht leidet er doch in der Übertaktung. Keine Ahnung, ich meine, das Motherboard ist nicht so froh, wenn die Grafikkarte übertaktet geht. Dafür spielen sie auch immer mit Fossing un. Ich schätze mal, der Stromverbrauch ist auch ein bisschen niedrig. Ich mache das eigentlich bei allen Menge Spieler. Immer Fossing un. Auch bei Minecraft, was verrückt das. Aber es bringt wirklich gut nichts. 100.000 FPS zu hören, wann ich den sowieso nicht mehr sehe, gesehen. Obwohl ich den Monitor habe bis selber schon getestet, 15 Hertz übertaktet kennt. Aber das wäre auch dann blöd. Weil Garantie war halt, falls etwas geschehen durch die Übertaktung, gibt garantiert nicht überholen. So was. Ich meine, da sprang mal direkt noch nicht nichts spielen und ich meine, das wird dann Doom sein. Dann. Okay, so. So, da geht los. Ich müsste im Desktop starten, das Spiel. Weil, also Dopnam, weil Vulkan unterstützt leider nicht Shadowplay. Muss ich halt durch? Ich weiß nicht. Oder muss ich halt durch? Ich weiß auch nicht mehr. Aber die sieht, Dateien sind konstant über 10 FPS locker, flockig. So wie ich immer gerne, ne? Okay. Das war ein kleiner Speicherpunkt. Es sieht kein super mehr gut Persona. Punkt Shooter, aber das heute lebt
schon praktisch vom selben. Kann Josh auch urruhen zu spielen, möchte wirklich Spaß haben. Und zwar nach nicht viel Stunden, 100 mehr. Müde schon. Kernschmelz, okay. So, logiert mir mal so. Und Vulcan ist einfach richtig geil. What the fuck? Wir schaffen einfach einen Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich also. Habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Okay. Die Wertlücke, sie wird sprengen mit Schleichern und Shootern. What? Hast du da einen Jump'n'Run oder was? Raketen. Taktisches Zielfernrohr, ja, kann ich machen. Yes, da hat gesagt, nicht schlecht ist. Naja, wie gesagt, sich FPS locker flockig. Und lief so geschmeidig, dass ich kaum leben kann. Vor Set bekommen. Aber ich muss ehrlich zugehen, das Spiel. Das Spiel möchte mal ein bisschen Angst haben. Muss ich ehrlich zugehen. Also, okay. Hopp, blub rennen schon. Tipptopp. Komm. Zugang verweigert. Nein. Das ist schon richtig evil, ne? Das Spiel. Achtung, Kerntemperatur steigt. Immer noch. Ja, muss ich gleich hoch? Kannst du da irgendwie durchkommen? Okay. Vielleicht ja, den heute Menschen? Nee, kann ich nicht. Ja, das geht für mich auch. Ja, das ist ein bisschen näher. Mir geht ja nicht um Review vom Spiel, es geht mehr darum. Von Tessa. Wie ihr seht, es lief locker flockig auf hessischen Ausstellungen nach. Also relativen hessischen Ausstellungen. Weil maximal ist ja doch nur nicht. Wow. Okay, anschließend was machen. Ihr seht, das ist mein Problem als Spieler. Obwohl sie linear sind, sind Jank Pipe. Nee! Ich kapiere nicht. Vielleicht sind sie zu blöd für das Spiel. Aber es wird. Das klappt schon. Für die Top-Namen. So, und nun das mal ein Spiel. Oh, ich muss mein Sto mal V-Sync. Optik. Leistung. V-Sync. So. Oh ne. Ich muss wirklich neu starten. Ja, okay, ne, dann bleiben ich mal, ja, ne, weil
schon noch kein Lust, Spiel neu zu starten. Was sowieso, maybe sich sowieso nicht zählt. Von du hier. Also sowieso schnauze mit GeForce Experience optimiert wird bei GTA 5 gesehen. Es lief ein bisschen mehr wie 60, aber auch nicht viel mehr wie 60. Von du hier, solange jetzt bei 60 bleibt wie Lu, geht mir schon dicke. So wie du gerade. Das geht ja dicke eigentlich. Das ist einfach so ein geiles Auto. So, lass ich mal Project Cars. Das Spiel spielt auch ganz gerne, meinst du mal? Wenn ich einfach kein Bock habe, ob ich Shooter oder ob ich ein MMORPG oder wenn ich mit der Freundin über Skype bin, an ein bisschen Gesprächsstoff hun, dann ist das Teilspiel perfekt für so ein bisschen nebenbei. Wir wollen, muss ich ein Auto in der Kontrolle haben. Denn heute ein Auto, das nimmt aber in einer bestimmten Geschwindigkeit gut in der Kontrolle. Weil vom Rest her sind ziemlich wackelig auf den Beinen. Wie der Lo gerade gesehen hat, ich bin nicht gedriftet. Der hat einfach so viel Power, ich gehe nicht mal voll auf den Gas, das ist es. Lo geht schon voll auf den Gas. Das ist einfach dann verrückt. Dann hält sich auch nicht da. Ich verstehe das einfach nicht. Ich sag so, von der Natur rein. Wow, 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 wow. Einfach mal ein bisschen gefühlt. Wow, verdammt. Der Name hat das noch so leid. Geh mal einfach ein bisschen rum auf die Gras, ne? Und mach so, wie wir nie abs geschieht, wir. Mal 300 Stunden Kilometer heilig gehen, Flan. Geh mir, also. Was wollte ich so ein. Ja, das Spiel ist auch flott. Das Spiel ist auch flott, wenn ich das Spiel kennt. Grafisch Ausstellung auch ziemlich hecht. Gesagt, alle schön sexy aus. Also ein 2K auch geholfen für ne? Ich hoffe doch. Nee? Nee, wir bremsen schon Remy. Moment. Schon hier. Alles sonst wie kann. Ah ja, kann das nicht gucken. Ja, so. Egal. Mir wieder gesehen. Sich FPS oder Astrolograten. Alles funktioniert. Richtig schön. Und viel kann ich auch sowieso nicht dazu. Also, ich gebe am nächsten noch Forza aus. Probiere mir. Ich besitze nicht. Und sehe ich euch, dass man da ein bisschen zu da für so ein Rennautospiel. Das hat nämlich vielleicht 20 Euro auf Steam gezahlt. Heißt du nicht aber bei dem Spiel so Frame Drops hier, da gerade gesehen bis 45 Frames. Ja, doch nicht normal aus mir. Ich meine, das bleibt nicht unbedingt im Spiel. Eher darunter, weil ihr schon den Hologram-Programm lebt. Quatsch. So, wenn ich ein Anstand schreibe, sag mal. Das wird das mir selber durchgehen für als Abnahme. So, da sind wir heute auch an Rocket League. Und wie der oben links gesehen, 10 Frames locker. Ja, natürlich gehen wir auch an Online-Spieler ran. Ja, blöd Standard 3x3, das geht. V-Single-Slow auch aus. Normalerweise. Und wir sich ein Europa-Spiel für den Ping, für gute Ping zu hören. So, du lebt es. Und ihr, zwei auch von der V-Sync aus.
Ziel nicht der beste Rocket League Spieler. Auf keinen Fall. Mir hat mich auch wirklich mehr Spaß. Das spiele ich auch ganz gerne mit meiner Freundin. Ob es an hier gefällt dir doch. Wie? An sich Frames finde ich locker. Logisch. Ah, ja, es ist noch, stimmt. Also wieder gesehen, sehe ich Frames locker auf maximalen Grafikerstellungen noch. Das war ja noch nicht zu kompliziert rauszufinden, ne? Nope, nope. No! Ich kann da nicht wirklich viel Matsch schwätzen, weil das Spiel ist wirklich gut. Oh no, man, komm. Aber auf jeden Fall zu dafür den Stream dann die beste Qualität machbar. So, ich muss nur mal Fousing ummachen, weil das dann das ekelhaft macht mit Tatterings. Das ist der No-Deal, wenn in zu viel Frames wird an kein G-Sync-Monitor, weil da kriegt ihr noch Featherings ran. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, kriegt ihr immer so kleine Streifen an Bilder ran. Und das ist ziemlich steuerend. Ah, verdammt, okay. Das ist ziemlich steuerend beim Spielen. Und dann gehen auch so kleine Mikro-Ruckler, die wirklich nicht nötig sind. Ach, ne, Rocket League war wirklich keine Überraschung, meine ich, dass das so gut läuft. Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich unlimitiert wollt FPS, und dann wird mehr schlau, da einen G-Sync-Monitor zu kaufen. Mir sowieso, ein G-Sync-Monitor ist allgemein viel zu teuer noch. Nu! No. Nee, was machen die? Semi-Profi, alle gut, ja, okay. Ist sie gleich Profi. Magnisch. Nicht nur von mir, what the fuck, man. Boah, ob jedenfalls allgemein gesehen, da sogar die heftigsten Spieler so, die normalsten Spieler laufen, wenn er überhaupt der Grafik hat. Bestimmt auch konnte gut übertakten. Mit 700 MHz plus Speicherraum. Mit 150 MHz mehr ein Chip. Ah, verdammt. Aber dafür sind Temperaturen richtig gut. Sie leiden so um die 60 Grad. Wenn ich Fousing auch unhöhen, wenn ich Fousing ausmachen, da geben sie locker bei den 70, 75 Grad leiden. Wird mich auch nicht wirklich interessiert. Mich interessiert mehr niedrige Temperaturen und Langlebigkeit für meine Komponenten. Weil da muss ich auch immer mehr Prozessorlichtung mit beimachen, wenn ich immer mehr Frames will haben, weil ich sowieso meinen Monitor unterstützen kann. Du hier, was bringt das mir? Oder erst? Ah, verdammt, ich konzentriere mich gerade mehr auf das Spiel wie hier auf Kommentieren.
Es ist ein Multiplayer-Spiel, sehr hat Multiplayer-Spiel. Nee, wird mir stehen. Das ist doch nicht. Das nicht. Das ist nicht der gute Goal. Ach kommt. Falsche Richtung. No, ach kommt. Ja, okay, das war es. Das war Doppelnamen für Haut. So, allgemein Gesitter. What the fuck, fick dich. Allgemein Gesitter, dass die Grafik hat wirklich singen. Habe ich mischt. Und ich schlo, nee. Für war doch immer. Oh Mann. Wo ist mein. Aha, ja, so. Also, wie ihr seht, sind die Resultate richtig gut. Es sind mehr zufrieden. Sehr gut mit meinem 2K-Monitor. Ich kann ja auch weiß nicht, wirklich ein 2K ist. Hm? Das Leute sagen, oh, das ist fake, man. Das ist nicht. Das ist nicht vorrecht. Das ist ein 2K-Monitor. Und kann bis sogar bis 4K gehen. Aber da das dann nicht mehr so durch. Wie nennen die das schon mehr? Durch Nvidia hier Ausstellungen, die sie machen. Kann ich wirklich richtig 4K-Erlebnis machen, mir das auch überdriven und das ist sowieso nie am Leben hab's interessant für mich so 4K, also im Moment ist also noch gar nicht interessant, weil es sowieso nicht viel geht auf 4K. Von daher habe ich aber lieber kleine Kunden, das habe ich gerade durch Zufall gemacht, und ich aber schon wollte mich lang machen, so gesehen einfach schon so viel besser aus. Es wird auf jeden Fall laufend spielen, ob der Grafik hat locker flockig. Ansonsten ist es dabei noch gut übertaktet. Und viel dazu kann ich auch nicht so, und das halt eigentlich ziemlich sicher. Wenn der Metasse wird gesehen, dann guckt lieber bei anderen Leuten wie bei mir, weil sowieso es sind kein Reviewer, es sind mehr. Jo, ein Vlogger ist da. So, dann ciao.